Okay, Leute, Eternal Darkness. Wir haben eine Schrotflinte, wir haben eine Pistole, wir haben eine Fackel, wir haben sehr viel Munition und wir haben den Archäologenpinsel. Das ist vermutlich unser wertvollster Schatz, den wir haben. Und eine witzige und wichtige Mechanik hier für unseren Indiana Jones Verschnitt, weil wir verschiedene Stellen, so wie die hier, wegpinseln können. Das ist quasi jetzt die... Das ist quasi jetzt die Fähigkeit, die unser Archäologe hat im Vergleich zu anderen Figuren, was ich ziemlich lustig finde. Dass er quasi einen Pinsel hat. Der Mann mit dem Pinsel. Wartet mal ganz kurz. Ich sehe gerade, dass, glaube ich, das Spiel ein bisschen laut heute wieder ist, ne? Immer ist irgendwas. Ich muss mal schnell den Mixer herholen. Dann können wir das ein bisschen feintunen. Oder ist es überhaupt laut? Sagt mir Bescheid. Ich habe es jetzt mal einen Tick leiser gemacht. Sagt mir gerne, wie es bei euch ankommt. Dann können wir das noch mal fein justieren. Oh cool, bin tatsächlich diagnostizierter Autist. Ich bin neurodivers. Das haben wir schon öfter. Wir haben da schon öfter drüber geredet und da ist uns schon öfter aufgefallen, dass sehr viele Leute in der Community im neurodiversen Spektrum sind, ne? Und das macht ja auch Sinn, weil wie soll man sagen, weil man weiß ja, dass Videospiele vor allem tatsächlich für Menschen gerade im ADHS-Spektrum wie Crack sind. Die drücken all die richtigen Knöpfe. Deswegen dürften in der Videospiel-Fanszene wahrscheinlich sehr viele Menschen in dem Spektrum sein. Viele wissen es wahrscheinlich auch gar nicht. Ich meine, da, na, das ist ein großes Spektrum, bei jedem zeigt sich das anders und jeder kommt damit anders klar und manche merken es vielleicht gar nicht, bis sie nicht irgendwie mal damit konfrontiert werden und bei anderen ist es auffälliger. Das ist halt wirklich sehr individuell. Ja. Ja, ja, genau. Das haben wir schon oft festgestellt. Sehr viele. So, wir sind wieder hier. Wo jetzt auch M. Roy, was steht. Cool, cool. Oh, guck mal, der beißt den anderen. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gesehen. Dass der den richtig Zombie... Der eine Zombie hat den anderen Zombie gerade totgebissen. Und fall halt um. Sag mal, schlägt er eigentlich mit seiner Waffe verkehrt rum zu? Irgendwie ist doch die Unterseite, die geschwungene Seite, eigentlich die scharfe, oder? Ich sollte ihn mal finishen, bevor er weg ist. Dankeschön, Joker. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Ich habe Probleme mit Lesen und Schreiben. Ey, ich offensichtlich auch, wie ihr feststellt, wenn ich versuche, in Videospielen irgendwie Texte vorzulesen. Es geht schon, ne? Aber ich lese auch eher so ein bisschen, was ich rein interpretieren möchte in den Text oft und weniger, was da wirklich steht. Aber mei, wenn es sonst nichts ist, ne? Nein, ich möchte, dass du die Waffe ausrüstest und schießt. Ich bin wieder komplett mit der Steuerung jetzt durcheinander, weil wir gestern Resident Evil gespielt haben. Macht mich komplett fertig wieder. Das musst du nicht, Propaganda Panda. Das musst du nicht.
Du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen. Es ist alles gut. Ups. Ey, ohne Witz, ich muss echt wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich muss mich mal konzentrieren. So, ein Spinnennetz. Dann benutzen wir mal unseren Superpinsel, um den wegzupinseln. Fühl mich gar nicht ausgeschlossen, dann ist schon gut. Dann ist schon gut. Warum schieße ich denn immer? Ich verstehe es nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Gut, alles klar. Mir geht's ganz gut. Dankeschön, SG. Und dir? Wie geht's euch so allgemein? Oh, ich komme nur gerade mit der Steuerung nicht klar und das macht mich fertig. Oh Gott. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Wisst ihr, woran das auch liegen könnte? Ich habe heute vielleicht ein bisschen zu viel Koffein getrunken. Das könnte tatsächlich sein, dass ich deswegen... Ich bin gerade ein bisschen matschig in der Birne. Auch gut. Dann ist es gut. Zu viel Holy getrunken. Tatsächlich. Kaffee und Holy habe ich heute vielleicht zu viel getrunken. Also zu viel Energy. Und ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen hier. So, jetzt passt mal auf. Ich brauche jetzt einen Zauberspruch, mit dem ich ein Schutzschild von dem Monster, das vor mir steht, aufhebe. Ja, das Spiel ist wirklich toll, finde ich auch, Batman. Also, wir haben... Ich glaube, wir brauchen Area und Absorb, oder? Nee, das ist Reveal Invisibility. Vielleicht habe ich die Zutaten dafür noch nicht. Vielleicht Project Area? Oh, das könnte sein. Machen wir mal Project Area, den neuen Spell, den wir da gelernt haben gerade. Nee, das war nicht der richtige. Das war der magische Angriff. Damage Field, ich kann den eh schon. Dann machen wir den. Ah nee, Damage Field ist das Schutzschild. Okay, vielleicht fehlt mir noch eine Zutat. Ich weiß das nicht mehr auswendig. Also, was haben wir? Project, Absorb, Protect. Item Area, nee. Das fehlt dann noch. Na gut, I'll be back. Komischer roter Riesenkerl, oder? Oh Gott, ich muss so mit der Steuerung wieder klarkommen. Hilfe, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich nehme jetzt mal den Säbel in die Hand, damit ich nicht die ganze Zeit die Munition verschieße. So. Und dann versuche ich mich zu konzentrieren. Das ist wirklich schlimm. Ich habe jetzt so wieder von gestern die Resident Evil 1 Remake-Steuerung im Blut. Ich will die ganze Zeit... Ich will die ganze Zeit mit Y ins Menü gehen, aber das ist der Knopf, mit dem man hier meine Schnellzauber wirke. Ich will die ganze Zeit mit A, mit der Umgebung interagieren, aber das ist hier der Knopf, mit dem ich schieße oder angreife. Es ist wirklich schlimm. Ja, das Monster, ihr müsst euch das so vorstellen, dieses dreiköpfige Monster ist quasi in einem Schutzschild drinnen und greift aus diesem Schutzschild raus nicht an, aber bewacht im Grunde den Ort, an dem es steht. Und deswegen müssen wir jetzt erst das Schutzschild aufheben, damit wir gegen das Monster kämpfen können. Deswegen gerade die Rundreise hier. Hast du vor, irgendwann mal die Final Fantasy Pixel Remaster zu spielen? Nee, habe ich tatsächlich nicht vor. Habe ich tatsächlich nicht vor. Ja, genau, der ist im Grunde gefangen. Oder geschützt, oder wie man das auch immer sagen will.
Ups. Okay. Und jetzt nehmen wir das Amulett und legen das andere hin. Wir sind jetzt quasi... Ich habe ja Eternal Darkness in meinem Leben 1000 Mal gespielt, ne? Aber jetzt beginnen so die Level, die ich nicht mehr so oft gespielt habe. Auch hier, wie bei vielen Spielen, habe ich den Anfang viel öfter gespielt als den ganzen Rest. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen mehr mich konzentrieren als beim letzten Mal. Aber ich glaube, es geht schon. Und ich mag auch ehrlich gesagt das Kapitel nicht. Ich persönlich mag diese Tempelkapitel hier am wenigsten. Die Tänzerin, die wir schon hatten, ne, genauso wie den Archäologen hier, das sind die Level, die ich nicht mag. Und es kommt noch ein Level, da müssen wir mit einem Architekten diesen Sandtempel in der Wüste überprüfen. Oh, der nervt mich richtig. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Kurzes Update zur Story. Okay, jetzt pass auf. Das ist eigentlich relativ schnell erzählt. Eine junge Frau in unserer Echtzeitmoderne quasi. Alexandra, oder Alex heißt sie, glaube ich. Ist ja egal. Roybus wird von der Polizei nach einem wilden Albtraum angerufen, dass ihr Großvater in seiner Villa, in seinem Anwesen verstorben ist. Und sie muss dahin kommen, um die Leiche zu identifizieren. Und die Leiche wurde ziemlich brutal ermordet, geköpft, der Kopf ist nicht auffindbar und keiner weiß, was los ist. Die Polizei stellt sich als ziemlich inkompetent heraus und Alex beschließt, dass sie selber Ermittlungen durchführt. Und sie fängt dann eben ein paar Wochen nach dem Mord an, das alte Anwesen von ihrem Großvater zu durchsuchen und findet da ein uraltes Buch. Den Tome of Eternal Darkness. Und in dem stehen Geschichten von verschiedenen Personen durch die Zeit hindurch, die letzten 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, die irgendwie in übernatürliche Geschichten verwickelt werden, die alle mit dem Wiederkommen von alten Göttern zu tun haben und deswegen mit dem Verlust ihres eigenen Verstandes zu kämpfen haben. Und wir durchsuchen jetzt quasi die Villa unseres Großvaters als Alex Roybus und lesen Kapitel für Kapitel die Geschichten, die wir hier spielen, von Menschen, die eben irgendwie mit diesem übernatürlichen, Cthulhu-artigen Horror in Kontakt gekommen sind und lernen aus diesen Büchern neue Zaubersprüche und ähnliches, die uns wiederum helfen, in der Villa neue Rätsel zu lösen, um neue Kapitel zu finden und die Geschichte voranzutreiben. Das ist im Grunde das. Und der erste, dessen Geschichte wir gelesen haben, es ist ja Lovecraft, genau. Der erste, dessen Geschichte wir gelesen haben, Pius Augustus, ein alter römischer Legionär, hat eben versehentlich im Grunde einen der alten Götter beschworen und ist jetzt zu seinem Diener geworden. Und ist unser Hauptantagonist. So. Und jetzt haben wir auch den richtigen Zauberspruch gefunden, den wir brauchen. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Jetzt muss ich mich kurz auf den Kampf vorbereiten. Ich mache mal schnell einen blauen Zauber auf meine Schrotflinte. Dann mache ich einen Heilungszauber auf mich. Und dann lade ich die Schrotflinte noch nach. Und jetzt soll er mal kommen. Und das Besondere an dem Spiel, falls du das nicht kennst, ist, was wir jetzt gerade nicht sehen, dass das Spiel eine sogenannte Sanity-Anzeige hat. Das heißt, unsere Charaktere haben nicht nur eine HP, eine Lebensenergie und eine Magieleiste, sondern auch eine psychische Gesundheitsleiste. Und die wird leerer, je mehr wir mit Übernatürlichen in Kontakt kommen. Und das Spiel
zeigt uns den psychischen Zustand unserer Figur sehr deutlich an, sage ich mal. Und wir dürfen uns auf sehr viele coole und wacky und verrückte Effekte freuen, die ich, glaube ich, gar nicht unbedingt alles spoilen will. Aber wir werden noch viel davon sehen. Okay, let's go. Deswegen mache ich auch immer wieder diese Finishing Moves. Die haben in dem Spiel auch wirklich den Sinn, dass wir zumindest einen Teil unserer psychischen Gesundheit dadurch wiederherstellen können. Und wenn man nicht schnell genug ist, lösen die sich auf, ohne dass wir so einen Finishing Move durchführen können und haben permanenten psychischen Schaden im Grunde. And that's that. Ah, das ist ein sehr cooles Spiel. Also wenn du das zum ersten Mal siehst, dann mach dich auf einen wilden Ritt bereit. Das wird noch cool. Ah, das Kapitel mit dem Mönch. Oh ja, auf das freue ich mich. Das kommt auch bald. Das ist wieder eins meiner Lieblingskapitel. Ich glaube, wenn ich an dem Spiel einen Kritikpunkt habe, dann ist es eigentlich wirklich nur, dass das letzte Kapitel zu lang und zu zäh ist und einfach zu lange braucht und leider auch nur ein recycelt, was wir davor schon gespielt haben. Das Finale ist leider ein bisschen nicht perfekt. Aber ansonsten liebe ich das Spiel schon sehr. Sanity ähnlich wie es The Forest, Phasmophobia und Co. haben. Hat das so ein Sanity-System? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Oh, warte mal. Dann haben wir wieder einen krassen Gegner. Hallo? Nachladen bitte. Ist gut. Alan Wake habe ich natürlich gespielt, ja, aber ich bin kein Fan der Alan Wake-Reihe. Ich fand den ersten nicht gut, der hat mir keinen Spaß gemacht und auch der zweite hat mir nicht gefallen. Ich finde das Welt und die Story und das Setting und der Style ist cool, aber die Spiele an sich finde ich leider echt nervig und deswegen, ne, das macht mir echt keinen Spaß. Und das ist für mich, also da müsste ich mich durchquälen. Ich habe Alan Wake 2 lang gespielt, aber das holt mich leider nicht ab. Genau, das Grüne ist die Sanity. Die grüne Energieleiste ist die Sanity. Immer wenn ich so grün leuchte, dann saugen mir die Kreaturen quasi meine psychische Gesundheit ab. Ah. Und die drei Farben, die quasi unsere Lebensenergie, unsere Magie und unsere Sanity symbolisieren, sind gleichzeitig auch die Farben von den drei Göttern, die die Eigenschaften repräsentieren im Grunde, wenn man so will. Und es gibt dann noch Lila als dritte Farbe und das ist die Farbe von Mantle Rock. Das ist quasi der Hüter der Menschheit und der Gott, der aktuell über die Erde wacht. Auf dessen Magie können wir auch optional zurückgreifen. Ich glaube sogar in dem Kapitel vom Archäologen kann man optional die Mantle Rock Rune finden. Das werden wir, glaube ich, auch machen, wenn ich es nicht verpasse. Aber ich werde jetzt nicht explizit danach suchen, ne? Wenn wir es mitnehmen, nehmen wir es mit. Wenn nicht, ist es nicht so wichtig.
Phasmophobia ist das Sanity-System halt gemischt. Sprich, wenn deine Sanity auf Null ist, wird der Geist dich sehr oft handeln. Ah, ja, ja, ja. Das ist quasi aber nicht wirklich Sanity, oder? Also ich weiß nicht, wie es heißt im Spiel, aber so wie ich das wahrgenommen habe, ist das eher so ein, wie sehr man den Geist provoziert, Meta, oder? Eher die Sanity vom Geist. So habe ich das zumindest verstanden. Keine Ahnung. Ja, genau, genau. Ich glaube, das, was wir gerade sehen, das ist für die optionale Mantarok-Rune. Wenn ich's hinkriege, nehmen wir uns die schon mit. Na komm, roter Zombie. Oh, der hat eine Falle ausgelöst, der Arsch. Das war nicht geplant. Ich hasse diese ewigen Fallengänge. Oh, genau, ja. Das ist nervig. Deswegen mag ich diese Level in dem Tempel immer nicht. Diese Fallen nerven mich. So, na dann. Warte mal, was war das? Grün. Rot ist gut gegen Grün. Das ist so ein bisschen Pokémon hier. Schere, Stein, Papier. Bin ich jetzt von da gekommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Habe ich keine Munition mehr? Habt ihr so wenig Pistolenmunition? Oder was? Oh, doch, ich habe noch voll viel Munition. Ich weiß nicht, warum ich gerade nicht nachladen kann. Ach, Zombie, du bist echt dumm. Warte mal, ich versuche den noch schnell zu töten. Damit der weg ist. Dann müssen wir schnell raus und wieder rein. Dann ist nämlich aus irgendeinem Grund das Gas weg. So funktioniert das halt. Das hat so... Moment mal, das Gas ist gar nicht weg. Ich habe gelogen. Hm, okay. Dann verschwindet das Gas wahrscheinlich erst nach einer gewissen Zeit. Ah, okay. Gut. So, jetzt versuchen wir mal, dass wir keine Gasfalle auslösen. Ich meine, die anderen Fallen sind auch nicht schön, aber die Gasfalle ist schon mit Abstand die nervigste. Das Spiel war auch so ein bisschen ein Vorreiter von dieser Idee der taktischen Zerstückelung, wie man sie in Dead Space sieht oder auch dieses Körperteile anzielen von Resident Evil 4. Okay, jetzt passt auf. Jetzt machen wir nochmal den Auflösen-Zauber in in Grün. Sehr gut, das hätten wir geschafft. Genau, genau. Katurga ist der Gott, den ich gewählt habe. Ich finde da auch die Monster am schönsten. Am besten zu bekämpfen, ne? Weil die Blauen sprengen sich dauernd in die Luft und die Grünen haben so Phantomgliedmaßen. Finde ich alles ein bisschen nervig. Die Roten sind einfach gute alte Zombies und fertig. Ohne viel Schnickschnack. Ich mag das. Au. Halt, stopp.
So, damit ich das jetzt machen kann. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ich weiß nicht, ob ich die nötige Magie schon habe oder ob ich da noch was brauche. Jetzt lass mich mal schnell gucken. Ich glaube... Aha, das dürfte das sein. Und jetzt... Project. Nein? Okay, nochmal. Protect ist es nicht. Absorb glaube ich aber auch nicht. Muss ich jetzt mal schnell durchprobieren. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich da gerade gebastelt habe. Schauen wir mal. There's no creature to cast the spell on. Okay, nee, das war nicht der richtige. Lass mich noch mal kurz experimentieren. Dann machen wir mal... Nee. Na, hätte ich mir... Wer hat mich auch gewundert. Aber die anderen habe ich schon durchprobiert, ne? Ha, komisch. Weil ab hier kann es das eigentlich nicht mehr sein. Ab hier macht es keinen Sinn mehr. Das erkläre ich jetzt nicht, warum das ab hier keinen Sinn mehr macht. Das ist das Zaubersystem. Im Grunde funktioniert das einfach nur mit Wörtern, die man zu Sätzen bildet, die Sinn machen. Versteht ihr? Deswegen kann man sich das so ein bisschen ableiten. Aber uns fehlt auf jeden Fall noch irgendeine magische Rune. Ups. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist auch so ein weirdes Rätsel, oder? Man stellt sich da hinten hin, dass der Wächter einem quasi anguckt und dann läuft man ganz schnell hin und klaut das Armband. Geschafft. Nicht auf die... Oh, du Arsch! Muss das eigentlich sein, ey? Dass der ausgerechnet da drauf fällt, ne? Also die Azteken oder wo wir hier sind, ich weiß es gar nicht genau, die konnten auf jeden Fall ganz schön gut architekturieren, dass ihre komplexen Fallenmechanismen hier auch irgendwie tausende von Jahren später noch funktionieren, ne? Not bad. Jetzt muss ich mal kurz weiterlaufen, weil ich gerade verwirrt bin, wo ich den Zauber herkriege, den ich brauche, aber hier waren wir. Nee, dann passt schon. Nee, warte mal, das passt überhaupt nicht. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ja, nee, stimmt schon. Okay, let's go. Ich weiß schon ungefähr, was ich hier tue. Vertraut mir. Irgendwie kommen wir schon ans Ziel. Ich habe das schon so ungefähr im Kopf. Hi, Danny. Jo, viel Spaß im Lurk. So, ich glaube, hier bin ich hergekommen, ne? Da gehen wir die Treppe wieder hoch. Ja, genau, da müssen wir nicht hin. Ich muss jetzt nochmal zu der einen Statue da. Und ihr die Halskette bringen. Aber wir brauchen eigentlich noch irgendwie ein Säurebad, kann ich mich erinnern. Ich muss mich besser umschauen in den Räumen. Jetzt wartet mal. Hier kriegen wir die eine Kette. Okay, alles gut. Moment, das ist nicht das Säurebad, oder? Nee, das ist eine Wand. Moment mal. Okay. Wir haben was gedrückt. Ich muss mich wirklich besser umschauen. Verdammt. Oh, das sah echt schmerzhaft aus. Verdammt. Uiuiui. Ah, hier haben wir das Säurebecken, oder? Genau, gut. Da legen wir jetzt nämlich die verkrustete Steinkette rein. Und dann drücken wir den Knopf, damit der nette Elefant hier uns über seinen Rüssel Säure ins Becken füllt, damit die Verkrustung gelöst wird.
Obviously. Jetzt haben wir eine Goldkette. Und auch wenn ich mich echt nicht mehr erinnern kann, was das bringt, drücke ich jetzt auch mal den Knopf hier. Ich schätze mal, in jedem von den vier Eckräumen muss ich so einen Knopf drücken. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich bin sehr gespannt jetzt. Bin ich selber gespannt. Das ist bestimmt optional. Aber theoretisch können wir jetzt trotzdem schon mal hier den Weg freimachen für später. Hi Domix. Nee, Resident Evil ist immer Dienstag. Mittwoch ist immer Bonustag. Da spielen wir schon auch manchmal Resident Evil Bonusspiele, Mods oder sowas, aber heute eben mal Eternal Darkness. Aber es ist immer irgendwas, das im Entferntesten mit Resident Evil zu tun hat. Und wenn es nur irgendwelche Spiele sind, in denen ich dauernd die falschen Knöpfe drücke. Und wenn es nur irgendwelche anderen Horrorspiele oder sowas sind. Hey Marcel, vielen, vielen Dank für den Superchat. Super nett von dir. Dankeschön. Sehr cool. Genau, und heute spielen wir eben Eternal Darkness, eines meiner liebsten Nicht-Resident-Evil-Horrorspiele. Ich weiß nicht, ich hab's zwar schon Survival-Horror genannt, aber ich würde Eternal Darkness eigentlich nicht als Survival-Horror bezeichnen. Es ist eher so eine Art Horror-Adventure, würde ich sagen. Aber, ne, Potato, Potato, oder wie man sagt. Close enough. So, jetzt habe ich alle Schalter reingedrückt, ne? Oder? Aber irgendwie ist nichts passiert. Moment mal, der kommt wieder raus. Und zwar schnell. Hä? Hey, ich bin gerade wirklich perplex, weil ohne Witz, ich habe das Spiel, glaube ich, 1000 Mal gespielt. Und ich kann mich nicht an dieses komische Schalterrätsel hier erinnern. Ich weiß überhaupt nicht, was das Spiel hier gerade von mir will mit diesen Schaltern. Ich bin mega verwirrt. Und gleichzeitig weiß ich aber nicht, wie ich meinen kleinen dreibeinigen Freund beschwören kann, den ich jetzt gerade bräuchte. Ich dachte, dafür müsste ich eigentlich die Zutaten schon haben. Und das alles in Kombination irritiert mich gerade komplett. Hier ist irgendein weirdes Schalterrätsel, das so knapp getimed ist. Ich weiß nicht, was los ist. Das Spiel, ne? Jetzt geht's los. Der Wahnsinn schwappt in die Realität über. Die Dunkelheit kommt, Leute. Mögen die Tentakel der Tiefe uns gnädig sein. Okay, ich darf nicht so viel sprinten. Ich gehe jetzt mal weiter. Vielleicht finden wir das noch, das Trevor beschwören. Remember me, Alex. How can I forget you, Grandpa? You've always meant the most to me. Ever since... Ach, Hunter, das trifft sich ja gut. Perfektes Timing. Yes. Ever since they were killed, you've been my little girl. Ah, das Spiel ist, glaube ich, von 2002. Yes. So, ich... Ich kann mal schnell gucken. Vielleicht auch später. Really happening. 2002, ja, genau doch. Stimmt schon. So, lasst mich kurz, wenn wir schon so viel mit der Pistole schießen und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht machen sollten. Machen wir uns wenigstens einen blauen Zauber drauf. Dann sind die Kugeln sehr viel effektiver gegen rote Gegner. Und das sind ja unsere Hauptgegner. Na, und hier sind blaue Gegner. Na, wunderbar. Das habe ich gut geplant. Ah, warte mal. Ich glaube, nee, blaue oder grüne kann man auch sehr gut verbrennen. Aber ja, passt schon.
mein erstes eigenes Horror-Games. Damals war ich 16 und habe Albträume davon gehabt. Heute lässt mich das absolut... Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon damals nicht sehr gruselig. Ich mochte das schon immer gern und mag es immer noch gern. Aber gruselig fand ich es tatsächlich noch nie. Also nicht sehr. Ne, im Vergleich zu Resident Evil, das hat mich viel mehr erschüttert. Aber gut, bei Resident Evil 2 damals war ich ja auch noch wesentlich jünger als bei Eternal Darkness, muss man auch sagen, natürlich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich sein Kapitel beende, aber ich glaube, das wird schon passen. So, jetzt sind wir hier, wenn ihr euch erinnert, wo die Tänzerin über eine Falltür damals in ihrem Kapitel angekommen ist. Ach, das hat doch nicht mal... Come on, stell dich nicht so an. Man kann witzigerweise, das finde ich eigentlich echt cool, weil das ist ein schönes Beispiel dafür, wie frei und dieses Magiesystem ist. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber theoretisch kann ich die blaue Rune vom blauen Gott wählen und einen Heilzauber sprechen und dann regeneriere ich Mana. Ich brauche aber für den Spruch genauso viel Mana, wie ich regeneriere. Versteht ihr? Aber es geht halt, weil es einfach in dem Zaubersystem von der Zauberlogik her erlaubt ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Das finde ich irgendwie nice. Das ist so eine Munitionsverschwendung. Auch wenn wir die Pistolenmunition in seinem Kapitel nicht mehr brauchen werden, bringe ich das nicht übers Herz. So, dann wird hier mal gestaubwedelt. Wir haben einen magischen Kodex gefunden und die Rune, die wir vorher schon hatten, ist jetzt identifiziert und es dürfte die Kreaturrune sein, oder? Ja, genau, Kreatur. Dann verstehe ich nicht, aber vielleicht finden wir dann noch was. Keine Ahnung. Bin verwirrt. Lass mich mal schnell die Fackel ausrüsten, damit wir hier in dem Flur irgendwas sehen. Da sieht man nämlich auch die Fallensteine sehr schön, dann, wenn man das hier ein bisschen beleuchtet. Aber müssen wir echt nochmal... Hey, irgendwas mache ich falsch. Ich habe das Gefühl, ich mache was falsch. Aber ist egal. It is what it is. Wir nehmen das Ende so, wie es kommt. Ja, genau, die Grünen brennen. Schön. Also so als Beispiel, falls ihr das Spiel noch nicht kennt und noch nicht gesehen habt, ein Horror-Effekt, ein sehr witziger, den wir zum Beispiel schon hatten, ist, dass nach dem dritten Kapitel oder so von 12 oder so, 9, ich weiß es nicht mehr, dass nach dem dritten Kapitel so eine Einblendung kommt, wo irgendwie steht, herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet, freu dich jetzt schon auf den Nachfolger Sanity's Requiem, den zweiten Teil von Eternal Darkness. Und dann kommt so ein heller Lichtblitz und alles war nur eine Vision, eine Horrorvision. Und das Spiel ist noch gar nicht nach dem dritten Kapitel vorbei. Und es war kein Rip-Off, sondern da kommt noch ein fertiges Spiel hinten dran. So ungefähr. Das ist schon sehr lustig, finde ich. Wäre das Spiel ein paar Jahre später gekommen, hätten die noch einen DLC-Witz oder sowas draus gemacht, ne? Dass man die zukünftigen Kapitel jetzt im Shop irgendwie dazu kaufen kann. Aber das war damals, 2002, noch nicht so Thema. Da sind Konsolen gerade so irgendwie ans Internet mal gekommen. So richtig.
es wird kritisch hier. Wir müssen hier schnell raus und uns heilen. Dankeschön. Wir brauchen zwar noch mehr Heilung, aber jetzt zünde ich die hier erstmal an. So. Ah, und der hat die Rufenrune. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Alles, was wir brauchen. Leute, ich muss mal eine ganz kurze Pinkelpause einlegen. Ich bin sofort wieder da. In Zukunft muss ich aufs Klo gehen, bevor ich zu streamen anfange. Bis gleich. Bin sofort wieder da. So, da bin ich schon wieder. Hi, Puzzles. Schön, cool, dass deine OP erstmal erfolgreich war. Gut zu hören. Ich glaube, die Xbox war Vorreiter mit LAN-Anschluss. Jein. Es gab tatsächlich schon Konsolen, wirklich alte Konsolen, da glaubt man es nicht, dass die schon mit Internet und mit LAN rumexperimentiert haben. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte, glaube ich, auch der NES, zumindest in Japan, schon ein Internetmodul und auch die irgendeine alte Sega-Konsole. Ja, aber das stimmt schon. Ich glaube, von den großen, populären, modernen Konsolen war die erste Xbox, glaube ich, so ein bisschen das erste. Das war ja auch noch so sehr stark so ein PC-Konsolen-Hybrid-Ding. So. Hier geht's los. Weiter. Dreamcast auf jeden Fall, aber ich glaube auch schon vorher, aber ich bring's vielleicht durcheinander. Kann sein, dass es nicht unbedingt Sega war, sondern ich verwechsel's jetzt. Aber ist ja auch wurscht. Es gab schon sehr früh Experimente mit so Sachen wie Internet und auch VR und sowas, ne? Das war halt alles noch nicht so erfolgreich. Dreamcast war ziemlich weit fort mit Internet. Dreamcast war grundsätzlich ein ziemlich cooles Gerät eigentlich, aber es war, glaube ich, auch einfach eine blöde Idee von Sega, dass die so kurz vor der neuen, also, wie soll ich sagen, ihre Konsole hat sich irgendwie nicht wie eine wirkliche neue Generation angefühlt, sondern wie so ein Zwischenschritt. Und ich hatte so das Gefühl, sehr viele Leute haben da lieber auf die richtigen neuen Konsolen gewartet. So, ne, so hab's ich wahrgenommen damals auf jeden Fall. Keine Ahnung. Nee, die Dreamcast, die hat Besseres verdient. Ist schon schade, dass sich Sega so aus dem Konsolenmarkt jetzt zurückgezogen hat. Dafür haben wir jetzt Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und so Zeug. Das hätte natürlich vor 20 Jahren auch noch keiner für möglich gehalten. Oder 30. Und angeblich, es tauchen jetzt immer mehr Gerüchte drüber auf, und das finde ich mega weird, dass Microsoft alles Mögliche für die PlayStation 5 veröffentlichen will. Immer mehr Gerüchte, dass irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, was die Gears of War-Reihe oder Halo, irgendwas so ganz typisch Xbox-Franchise-mäßiges, soll jetzt irgendwie auch für die PlayStation 5 kommen. Genauso wie Starfield gibt es Gerüchte, dass das jetzt doch noch auf die PlayStation 5 kommt und so weiter. Ja. Okay, interessante Strategie. Irgendwie. Verstehe ich nicht, aber ich komme hier nicht mehr weg. Oh mein Gott. Aber wenn die Gerüchte stimmen, God of War kommt am PC. Für die PlayStation 2 gab es in Japan auch ein Internetmodul. Ja, glaube ich schon. Hallo, Homicide, mir geht's gut. Dankeschön. Ich hoffe, dir auch. So, jetzt gehen wir nochmal hoch, damit wir uns die optionale Rune holen können. Das ist nämlich vom Magiesystem her ganz interessant, weil die Mantarok-Rune dient oft wie so ein gegenteiliges Dingens zu den anderen drei Runen. Es ist verwirrend, aber man braucht die nicht wirklich, aber es ist schon nett. It's nice to have.
ich hoffe nicht, Halo soll lieber auf der Xbox bleiben. Ich weiß es nicht. Und es sind auch nur Gerüchte. Ist auch nicht so wichtig. Aber ja, ne? Das nämlich, was du schreibst, Marcel. Ich hätte nämlich eher damit gerechnet, dass Microsoft sagt, okay, wir bringen den Game Pass auf die PlayStation 5. Das hätte für mich Sinn gemacht, dass die sagen, ja, Game Pass auf so vielen Systemen wie möglich. Scheiß auf unsere Hardware, scheiß auf Xbox. Xbox ist auch nur ein Gerät. Hauptsache, der Game Pass wird gekauft. So wie halt Netflix auch auf allen Geräten ist und so weiter. Das hätte ich eher für logisch gehalten. Aber die Spiele wirklich auf den anderen Konsolen einzeln zum Kaufen anzubieten, das finde ich weird, weil das ja eigentlich sogar dem Game Pass eher entgegenwirkt. Das verstehe ich nicht. Ne, so Game Pass irgendwie auf der PlayStation 5 und vielleicht auch mit Streaming-Angebot auf Switch und so weiter, das hätte für mich eher Sinn gemacht. Aber wer weiß, was Microsoft, wenn es denn überhaupt alles stimmt, muss man immer dazu sagen, da für eine Strategie verfolgt. Magie lädt mit der Zeit automatisch wieder auf, ja. Wo ist denn jetzt dieses blöde Loch in der Wand? Bin ich schon vorbeigelaufen vor lauter Microsoft? Es ist hier. Ja, wunderbar. Muss ich jetzt nochmal kurz durchlaufen und warten, bis das Giftgas verschwindet. Erfahren wir nächste Woche? Was ist denn nächste Woche? Nächste Woche kommt anscheinend ein offizielles Statement. Ah, okay, ja gut. Dann schauen wir mal, bin ich gespannt. So, jetzt können wir den Zauber wirken, den ich vorher schon die ganze Zeit wirken wollte. Neuer Zauber, wir brauchen Summon und Creature. Und jetzt beschwören wir uns einen kleinen Trapper. Ups, und ich gehe versehentlich rein und wieder raus. Teleportieren? Ah, leider irgendwie nicht. Schade eigentlich, das wäre cool gewesen. So, Momentchen mal. Magisches Item in Blau-Schrotflinte. Magische Rune. Ich mochte nie den Konsolenkrieg. Ich war immer der Meinung, wenn man die Spiele auf mehreren Konsolen rausbringt, würden die auch mehr verkaufen. Also früher war ich schon voll der Fanboy auch, aber mittlerweile und seit vielen Jahren finde ich das auch komplett albern, diesen Konsolenkrieg. Und es ist halt so, dass Exklusivtitel durchaus davon profitieren können, dass sie nur für ein System und speziell für dieses System entwickelt werden. Das sieht man ja gerade bei Nintendo ganz stark, was die da immer wieder aus der Switch-Hardware rausholen bei ihren First-Party-Spielen, ist total verrückt. Also total crazy.
man sich Zelda anguckt und die Mario-Spiele und so, das ist schon irre. Und ich weiß nicht, ob sowas Multiplattform so gut funktionieren kann. Ne? Das ist schon ein Vorteil, aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Grundsätzlich haben wir alle was davon, wenn Spiele nicht nur auf einem System erscheinen. Kann ich mit dem noch irgendwas machen? Nee, oder? Nee. Gut, dann gehen wir. Okay, optionaler Schatz gelootet. Ich glaube, in die Richtung weitergehen ist klüger, ist kürzer. Und ich meine, Sega ist halt auch ein Beispiel dafür. Also, keine Ahnung, ne? Seit Sega keine eigene Hardware mehr macht, haben die jetzt auch nicht mehr so die allergeilsten Spiele produziert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Sega lebt eigentlich nur noch von der Sonic-Lizenz, die irgendwie noch so in Filmen und außerhalb der Videospiele, auch in Videospielen, aber vor allem auch außerhalb der Videospiele, sehr erfolgreich vermarktet werden kann. Ich war GameCube-Fanboy. Ja, ich war auch Nintendo-Fanboy. Einige GameCube, also von Drittherstellern, die haben teilweise natürlich, gerade dann zu Wii-Zeiten, ne, wo Nintendo aufgehört hat, bei diesem Wettrüsten der Hardware mitzumachen, da hat Nintendo zwar weiterhin am Anfang zumindest für die Wii auch sehr hochqualitative Spiele gemacht und so, aber später haben die dann sich auch sehr stark auf so Familien- und Casual-Spiele konzentriert. Und so große Dritthersteller wie EA oder Ubisoft haben halt wirklich schon sehr schlampige Adaptionen für die Wii vor allem rausgebracht. Das war teilweise unspielbar. Sega hat ein unfassbar gutes Line-Up. Denk doch nur an Yakuza. Yakuza ist großartig. Ich mag die Spiele total gern. Aber die sind halt auch nicht sehr erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie deren großes Zugpferd ist, mit dem die reich werden. Aber du hast recht, ne? Warum kann ich... Ach so, das ist der Pinsel. Aber du hast recht, Sega ist auch als Publisher sehr aktiv. Die entwickeln ja nicht nur. Die machen sehr viel Publishing und publishen da sehr, sehr ein breites Portfolio. Viele Spiele, die man auch gar nicht so mit Sega in Verbindung bringen würde. Da hast du recht, da habe ich nicht dran gedacht. Ja. Mir fällt jetzt auch gerade auch nichts ein, aber ich weiß, dass es so ist. Ich mochte auch immer Nintendo. Witzigerweise ist der Nintendo 64 komplett an mir vorbeigegangen. Nee, den fand ich schon auch großartig. Also, ich glaube, GameCube ist rein so vom Spiele-Line-Up her und sowas auch so meine All-Time-Lieblingskonsole. Aber der Nintendo 64 hatte auch ein paar irrsinnig gute Spiele. Damals war Rare ja quasi noch bei Nintendo und hat unglaublich geilen Scheiß auf dem N64 rausgebracht. Blast Corps, also von Blast Corps bis Perfect Dark haben die halt ein unglaublich geiles Spiel nach dem anderen rausgehauen für den Nintendo 64. Das war schon der Hammer. Und natürlich war das auch die Zelda Ocarina of Time Konsole und so, ne? Yakuza ist wirklich mega, kommt aber leider erst so richtig im Westen an. Vielleicht auch deshalb die Namensänderung in Like a Dragon. Ja, genau, glaube ich auch, dass die das angepasst haben in Like a Dragon. Ja, ich wünsche der Yakuza-Reihe oder der Like a Dragon-Reihe, dass sie auch im Westen erfolgreicher wird, auf jeden Fall. Mit dem neuesten Teil hatte ich wieder sehr viel Spaß. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich muss sagen, ich jetzt nach, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich 100 Stunden oder so, bin ich an dem Punkt, wo ich denke, so, okay, jetzt darf es zu Ende gehen. Die Minispiele, die mir Spaß gemacht haben, habe ich bis zum Erbrechen gespielt auf dieser Animal Crossing Insel und in diesem Pokémon und so weiter gibt es für mich nichts mehr zu tun. Da bin ich wirklich durch. Jetzt bringe ich die Story noch zu Ende. Aber die Motivation ist jetzt nicht mehr so groß. Aber ein sehr geniales Spiel.
muss mal gucken. Dieses Jahr kommen viele Spiele, die mich interessieren. Also gerade vor allem wirklich auch mit Like a Dragon und Dragon's Dogma. Zwei Spiele, die... Also ich hätte nie gedacht, dass für Dragon's Dogma ein Nachfolger kommt und ich freue mich riesig. Dragon's Dogma mag ich sehr gerne. Ich finde das absolut großartig und freue mich riesig auf einen Nachfolger. Aber ich sag mal, Dragon's, also mit Like a Dragon ist für mich schon ein Kandidat für mein Spiel des Jahres erschienen, auf jeden Fall. Und bin ich schon gespannt. Schau jedes Video von Resident Evil auf YouTube. Was glaubst du, kommt als nächstes? Was glaubst du, wer der Main-Charakter in Resident Evil 9 wird? Hab jedes Resident Evil gespielt, außer die Moorhuhn-Resident Evils. Die Lightgun-Shooter? Hey, aber die sind gar nicht schlecht. Also die beiden Wii-Lightgun-Shooter, ne? Die sind gar nicht schlecht. Aber einer davon ist leider indiziert in Deutschland. Über das dürfen wir nicht reden. Oder zumindest werde ich das leider in meiner Reihe aller Resident Evil-Teile auslassen, vorsichtshalber, ne? Man weiß ja nie. Aber gut. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, laut Gerüchten von Leaker, das Golem, der ja schon oft bewiesen hat, dass der sehr gute Informationsquellen hat, wird Resident Evil 9 wahrscheinlich das nächste sein. Und das ist auch ziemlich plausibel. Das würde ich jetzt auch nicht anzweifeln. Und das soll noch dieses Jahr, Ende dieses Jahr, vorgestellt werden und dann nächstes Jahr erscheinen. Und so wie wir Capcom kennen, besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir vielleicht dieses Jahr schon eine Demo bekommen. Das wäre nice. Die Demos von Resident Evil sind ja auch immer ziemlich gut, finde ich. Die machen das schon gut, PR-technisch. Aber wer die Hauptfigur sein wird... Chris, Leon oder Jill. Kill him. Make sure you succeed. Oder eine Kombination draus. Ich weiß, das ist nicht unbedingt ein Hot Take oder so und jetzt auch nicht die Mordsprognose, aber das ist relativ naheliegend. Aber ich glaube halt, eine von den drei Figuren wird sein. Ich glaube, Leon, Chris und Jill verbindet man als am meisten mit der Reihe. Ich glaube da... ja... Da kann Capcom auch nichts falsch machen mit den drei Figuren. Claire ist, glaube ich, eher so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, für Capcom und für die Resident Evil-Reihe ist Claire eher so ein bisschen zweite Reihe. Was ich nicht fair finde. Aber abgesehen von Code Veronica hatte die halt nie so ihren großen Auftritt noch danach. Und selbst in Code Veronica war sie ja scheinbar nur der Ersatz, der für Jill eingesprungen ist. Eigentlich wollten die ja Jill auch in Code Veronica als Hauptfigur nehmen, aber dann haben die ja eher gezwungenermaßen noch Nemesis gleichzeitig gemacht und dann haben sie gesagt, gut, okay, packen wir Jill in Nemesis. Naja, lange Geschichte. Ja, wir haben uns die optionale Mentor-Rock-Rune noch geholt. First they passed by, not thinking that the heart was inside my dead body. But I was forced to find refuge here. You must seal the heart so it never contacts your flesh and take it to the gathering of light. Da ist unsere Hauptfigur aus dem zweiten Level. Take the heart there, or the world shall fall under a rain of eternal darkness. Ich finde, für 4000 Jahre hat sie sich gut gehalten, das muss man schon sagen. Of reality can only be pulled back so far, mortal. Take your stand and fight the darkness. Ja, genau, Revelations. Das ist halt dann schon so die Spin-off-Reihe quasi, ne? Und ansonsten wird ja nicht mal erwähnt in den Hauptteilen. Aber weiß ich nicht. Vielleicht stimmt's auch nicht. Vielleicht hat Capcom Claire genauso auf den Schirm wie die anderen. Ich habe immer das Gefühl, Chris, Leon und Jill stehen mehr im Fokus als Claire. Ich finde sogar, Rebecca steht mehr im Fokus als Claire. Gerade wenn man sich die Filme anguckt und so. Claire ist ja auch so ziemlich die einzige Figur aus den Originalteilen, aus den Original-3-Teilen. Na gut, Carlos, von Carlos mal abgesehen, aber Claire ist ja auch die einzige, die in Resident Evil 6 nicht vorkommt. Gemeinerweise.
Ach so, nee, Chill kommt auch nicht vor, ne? So, okay. Wir haben jetzt... was haben wir denn? Was haben wir in dem Kapitel gelernt? Wir haben gelernt, wie man Kraftfelder aufhebt. Ah ja, okay, dann weiß ich, was wir tun müssen. Alles klar. Oh oh. Alex wird auch schon ein bisschen wahnsinnig. Da schweben schon Bücher durch die Bibliothek. Habt ihr das gehört? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Super weird. Alexa ist gerade losgegangen und hat mir irgendwas von Dwarf Fortress erzählt. Was witzig ist, weil Dwarf Fortress ist ein Spiel, das ich super cool finde und gerne immer wieder spiele. Und das aber sehr skurril ist und kaum jemand kennt. Deswegen ist das fast unheimlich. Aber okay. Meinetwegen. Steve kommt zurück. Ha, schauen wir mal. Hi Luke. Ja, das ist ein Horrorspiel. Es sieht ein bisschen aus wie... Es ist auch ein altes Herrenhaus, in dem wir hier sind. Ah, ich bin, was Silent Hill 2 angeht, mega skeptisch. Ich glaube, das wird furchtbar. Ah, ja. Also von Freude kann nicht die Rede sein. Aber... Ich bin wirklich gespannt. Das auf jeden Fall. Auch ganz unironisch. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Ich glaube nur nicht, dass es gut wird. Das Spiel hier meinst du jetzt? Nee, das ist Singleplayer-Kampagne einfach. Ohne irgendwas. Ist auch sehr cool. Eternal Darkness ist super. Jetzt kommt auch eins meiner Lieblingskapitel. Jetzt spielen wir den Mönch in dieser alten Kathedrale. Später kommt dann nochmal ein erstes Weltkriegslevel, das ich auch sehr cool finde. Da haben wir noch zwei echt coole Level vor uns. Leider kommt auch noch das mit dem antiken Architekten und dem Feuerwehrmann. Da bin ich nicht so der Fan, aber wir haben noch ein paar ziemliche Hochs und ziemliche Tiefs vor uns in dem Spiel. I am not your food today. I am your master. Your task is to guard the artifact before you. Let no one touch it. Okay. Gut, dann haben wir das nächste Kapitel auch schon und lesen es auch gleich. Heresy. In Europe, during the time of the Inquisition, paranoia and corruption ran deep. Ich auch. With the fear of devilry running rampant. Kloster und Villa sind die besten Level. Corruption extended far beyond mortal knowledge, corrupting all that could be corrupted. My researches uncovered an interesting incident. Das stimmt. A Franciscan monk named Paul Luther was traveling through the region of Amiens during the witch hunts of the Inquisition. Now, under martial law, the Inquisition prevented anyone from leaving the town and its nearby cathedral. For everyone was suspect. Welcome to Oubliette Cathedral, Brother Luther. I'm glad that our sacred order can bestow hospitality on our Franciscan brethren. I shall not impose, Excellency. I merely request lodging and a viewing of the sacred relic, the Hand of Jude. Many have traveled far and even risked their lives for a glimpse of the hallowed relic's true splendor. Of course, it would be wise to keep quiet during your stay. The Inquisition is here for a reason, brother. We seek to purge the deviancy from this town. Hier, ich kopiere euch mal den Link rein. Amiens appears to be a peaceful hamlet. It appears to be, but deviancy is secreted in the most deceptive places, which I believe is the case with Amiens. Then I wish you luck in your search. The Inquisition does not need luck
Brother Luther. Faith and purity are our guides. Ich habe euch mal einen Link reingeguckt, weil das Thema gerade im Chat aufkommt. Ich habe zufällig mit Michael einen Podcast aufgenommen über Silent Hill, über Short Message, über den Silent Hill 2 Trailer und die kommenden Spiele Townfall und F. Und da haben wir über ganz viel, ganz ausführlich geredet. Das muss ich nicht alles hier wiederholen. Hört euch gern nach dem Stream einfach den Podcast dazu an. Da besprechen wir das alles super ausführlich. Und da erkläre ich auch, warum ich glaube, warum ich davon überzeugt bin, dass Silent Hill 2 den aktuellen Zeichen so nach nicht gut wird. Oder warum ich zumindest sehr stark befürchte, dass es nicht gut wird. Das hat viele Gründe. Die offensichtlichsten Gründe sind einfach das, was Capcom gemacht hat, seit Kojima weg ist, nämlich nur Scheiß. Und hat auch die Lizenzen total verramscht und auch Blooper-Teams Track Record, gerade wenn es um Gameplay geht. Und eine Aussage von Blooper-Team bezüglich der Silent Hill 2 Entwicklung, dass die weg vom psychologischen Horror und hin zur Action wollen, so als Studio und für ihre zukünftigen Projekte. Und das alleine klingt schon nicht gut. Und naja, genau. Der Rest im Podcast. God, help! Come quickly! A murder! A murder most foul! What heresy is this? I found him lying here. Ja, hab ich was anderes gesagt? Konami natürlich. Falls ich was anderes gesagt habe, meinte ich natürlich Konami. Is this our first suspect? Make sure no one touches the body. It must be examined for signs of devilry. Was habe ich denn gesagt? Man, make sure he doesn't leave the cathedral. We will question him later. But hold your tongue, Franciscan. Or it might bring my wrath upon thee. Who is to say that you did not commit this murder? If you trust in the Almighty and you are indeed innocent. Capcom, also nee. Konami natürlich. Capcom macht das zurzeit alles sehr gut. Mit den Remakes und so. Okay. Wir werden des Mordes bezichtigt im Grunde. Und der Ketzerei. Und deswegen klaue ich denen jetzt mal den Edelstein hier. Sonst werden die schon sehen, was sie davon haben. Mich hier einfach beschuldigen. Der Edelstein gehört jetzt schon mal mir. Bam. Are you here to Gothic, ja, Gothic habe ich damals sehr geliebt. Aber die Steuerung ist so weird. Das Kampfsystem ist so weird. Ich weiß nicht, ob ich da heute noch reinkommen würde. Now many strange things happen here. I don't want you to end up like the others. What do you mean? The body you found was Brother Andrew, and he was killed to protect a secret. We can't talk about it here. Find me in the bell tower later, and I shall aid thee further. Why are you releasing me? I don't want to see another innocent die like your Franciscan brethren. I have seen Brother Andrew make numerous entries into his journal. This may contain the answers to the cathedral's dark secrets. What can I do? If I were you, I'd run. They will surely hunt me if I run. This has to stop. Then be it on your own head, Luther. Find Brother Andrew's journals if you can. He spent time in the old tower investigating. I believe I can find the key to the old tower in one of my stores. Later, come find me in the bell tower, and I will give it to you. Be swift! We can't evade them forever. Naja, bei Dragon Age sehe ich es genauso. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Konami. Ich traue halt auch BioWare nicht mehr zu, dass die nochmal irgendwie was Gutes RPG-mäßig machen. Und auch was man da weiß über das neue Dragon Age. Also ich hatte da nie irgendwie Erwartungen oder Hoffnungen. Und falls ich welche gehabt hatte, dann sind die jetzt auch schon lange weg. Ich mache das Spiel jetzt hier schon seit fast 40 Jahren mit. Ich wurde oft genug enttäuscht und weiß genau, die schlechten Vorzeichen mittlerweile zu deuten. Ich bin da vorsichtig geworden. Gerade wenn es um Reihen geht, die ich gerne mag.
Und zumindest Dragon Age 1 und Inquisition fand ich beide eigentlich sehr cool. So, wir haben einen Mönch, wir haben einen Meditationsstab, sonst haben wir aktuell noch nichts. Aber jetzt untersuchen wir mal die Kirche, um rauszufinden, was für seltsame Morde hier passiert sind. Und was der Mönch gerade von irgendwelchen Verschwörungen geredet hat, der uns da aus der Zelle gelassen hat. Ich kann mich an die genaue Reihenfolge der Rätsel nicht mehr erinnern. Vor allem bringe ich vieles auch mit dem Ersten Weltkriegsrätsel durcheinander, Level durcheinander, das in der gleichen Kirche spielt. Wir werden in ein Lazarett umgewandelt. Aber wir kriegen das schon hin. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, den zweiten Dragon Age Teil habe ich nie wirklich lange gespielt. Da hat mich die erste Stunde so abgeschreckt, dass ich da gar kein Interesse dran hatte. Nachdem ich den ersten so super fand, war ich einfach nur mega enttäuscht vom zweiten. Und kann ich gar nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, ne, da wusste ich nach ein, zwei Stunden so, naja, das ist nichts für mich. Aber Inquisition hat mir eigentlich wieder ganz gut gefallen. Armbrust. Die sehen ein bisschen aus wie Los Illuminados Roben, ne? Oh, und jemand hat einen Schlüssel gefallen gelassen, was? Oder so ähnlich. Oh, was ist das für ketzerische Kunst? Blasphemie! Dämonen, die Menschen. Was heißt denn Prey? Wie übersetzt man den Prey upon? Misshandeln oder so. In dem Fall ja keine. Naja, okay, genau. Okay, Schlüssel fürs Podium. Ist das für hier? Nee, ich glaube, hier geht erst. Na, dann ist für da hinten vielleicht. Auch nicht. Dann weiß ich nicht, für welches Podium. Für das Podium in der Kathedrale Apse. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gehen wir einfach mal in den Keller. Ich weiß nicht mehr, für was wir das Buch hier brauchen, aber gut. Ich lese ja immer die Texte nicht, weil ich zu faul bin, die alle zu übersetzen, aber im Endeffekt sind das immer Texte, immer, die irgendwie beschreiben, dass irgendwas Unheimliches oder Düsteres oder Seltsames auf diesen Orten liegt und die dunkle Stimmung wird beschrieben und so weiter. Stellt euch das einfach vor, setzt das einfach ein, wenn ich Texte wegklicke. Es ist eh immer das Gleiche. irgendwas übernatürlich. Gegen Trapper ist das halt echt toll. So, wir müssen mal auf die ganzen Holzfässer klopfen. Das klingt hohl. Wir drehen an der Kurbel. Und ein Geheimgang öffnet sich. Wie auch immer, fragt mich nicht, wie unser Mönch da drauf kommt. Aber gut, er ist halt einfach klug. Was will man machen? Alles fit bei uns, Dreadlegs. Also bei mir, auf jeden Fall. Ich hoffe, bei dir auch. Aber ich muss ein bisschen aufpassen.
Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Ich muss echt mal wieder speichern, ja, unbedingt. Aber unser Mönch hier ist ein Charakter, der sehr viel Verstand und sehr viel Mana hat, aber echt keine Lebensenergie. Ich sollte deswegen nicht so in so Kämpfe stürmen. Aber jetzt speichern wir erstmal. Dann ist es gleich besser. Gut. Hier müssen wir später nochmal hin, aber wir können schon mal den blauen Stein einsetzen. Das ist schon mal gut. Hi Chilma Extreme. Yo, Eternal Darkness. Auch eines meiner liebsten Horrorspiele, das ich alle paar Jahre gern mal wieder auspacke. Ich weiß gar nicht mehr genau, weil alle Bonusspiele haben ja eigentlich immer was mit der Resident Evil-Reihe zu tun. Ich habe immer eine explizite Begründung dafür, warum ich die spiele. Ich weiß nicht mehr genau, was bei Eternal Darkness die Überschneidung war. Ich hatte ehrlich gesagt einfach nur Bock, Eternal Darkness zu spielen. Ich glaube, ich habe es damit begründet, dass wir Code Veronica gespielt haben und ich habe gesagt, Eternal Darkness ist auch gut, so wie Code Veronica. Bei den anderen Bonusspielen habe ich mir eigentlich immer schönere Connections überlegt, aber da, ich hatte einfach nur Bock drauf. Ich sag's euch, wie es ist. Na, Ausdauer hat er leider auch nicht. Müssen wir ein bisschen durchatmen. Die lila Rune haben wir mitgenommen, auch ohne Lösung. Ich habe die, glaube ich, aber tatsächlich... Ah, ich könnte es nicht mehr schwören, es ist lange her. Aber ich glaube, ich habe die tatsächlich ohne Lösung damals gefunden. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, zumindest grob, wie man die kriegt. Ich konnte mich zumindest wieder erinnern. Aber ich glaube, ich habe das Spiel auch beim... ich kann es nicht mehr sagen. Man sieht wirklich gar nichts, ne? Machen wir mal ein bisschen Licht. Oh, erster Gegner. Das ist was, das habe ich nie verstanden. Und das erklärt uns das Spiel auch nicht wirklich, warum mich die Mantarok-Zombies angreifen. Weil eigentlich bin ich Team Mantarok, ne? Wir sollten gemeinsam, aber gut. Ich schätze, Zombies sind Zombies, ne? Trapper plus Loch, genau. Hey, Götzer Plus. Ich war echt verwirrt, weil ich dachte, man kriegt die Zauber, die Runen, die man braucht, um Trapper zu beschwören, viel früher. Dass man da erst bis zum Schluss des Levels muss und dann wieder zurück. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Aber gut, haben wir dann doch noch alles hinbekommen. Ah, Brother Luther, not a moment too soon. As you have noticed, dread things inhabit this place. Shambling corpses and worse. There is darkness at work here. In the midst of the Inquisition. I suspect it is worse than that, but I have no proof. Brother Andrew knew this also, and paid the price for it. Why are you telling me this? Perhaps you can finish off what Andrew started. Take this key. It unlocks the old tower. It has been sealed off since the Inquisition arrived. I intend to uncover the truth behind this. If you manage to uncover the source of darkness, return here, and I will do everything I can to help. Till then, brother, may your faith protect you. Ich würde mir das Gleiche wünschen, aber ich weiß ja, wie es mit ihm weitergeht, ne? Sorry schon mal. da bin ich echt froh, dass ich früher so ein bisschen... Ja, Sammler ist übertrieben, glaube ich, aber
dass ich mich schon immer nicht von meinen Konsolen und meinen Spielen trennen wollte. Ich habe nicht wirklich gesammelt oder so. Ich habe nicht aktiv Sachen dazu gekauft, nur um sie zu haben. Aber das, was ich so besessen habe und besitze, von dem habe ich mich zum Glück so gut wie nie getrennt. Ich habe als Kind irgendwie ein paar Super Nintendo-Spiele verkauft und das habe ich mein Leben lang bereut. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Lektion, die ich gelernt habe. Deswegen habe ich noch alles von NES und, also das meiste von NES und Super Nintendo und alles von N64 und GameCube und Xbox 360 dann auch und alles, was danach kam, habe ich alles noch hier im Schrank. Moment, was hat uns der jetzt gegeben? Den alten Turmschlüssel. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Der ist entweder für die oder die Tür. Die oder die. Ne, hier waren wir schon. Dann ist es die andere, genau. Ich habe auch noch die PS1 von meinem Papa. Da war er, die eigentlich wegtun wollte. Und jetzt habe ich die aufgenommen mit allen Spielen. Ja, das ist cool. Ich hatte ja, also sowas wie PlayStation-Konsolen habe ich mir dann schon tatsächlich nachträglich mit ein paar Klassikern gekauft, die man haben musste. Ne? Ich hatte als Kind Nintendo bis ins Jugendalter. Aber ich habe dann Sega, Sony und Microsoft quasi nachgeholt. Das sind wirklich die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel, finde ich. Weil die echt gefährlich sind. Die kosten einem sehr viel psychische Gesundheit, sehr viel. Und können einen One-Hit killen, wenn es blöd läuft. So, jetzt sind wir, falls ihr es merkt, falls ihr es wieder erkennt, in der kleinen Kirche, in der wir schon mit hier Dingsy waren. Wie hieß er? Andrew? Hieß er Andrew? Heißt er Andrew? Der Bote, der die sich selber versehentlich verfluchte, weil er so neugierig war. Ach, hätten wir Shield schon wirken können? Okay, cool. Ja, genau. So ein bisschen wie Plugger sind die. Und was wollte ich sagen? Egal. Ach Quatsch, wartet, stopp, aufhören. Ich will kein Mantorok-Schild. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass Mantorok die Magie, das Magiesystem so ein bisschen umdreht, was echt interessant und witzig ist. Aber anstatt einem Schutzschild erzeuge ich mit Mantorok quasi Angriffsdrohnen. Das ist zwar cool, aber will ich gerade eigentlich nicht. Ich will ein Schutzschild. Ah, ich hätte meine Waffe verzaubern sollen, bevor wir hier reingehen. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Anthony heißt er. Und Anthony ist immer noch hier. Aber Anthony geht's nicht so gut. Und unsere Psyche auch nicht mehr, verständlicherweise. Seht ihr die Käfer, die über den Bildschirm krabbeln? Das ist so ein Wahnsinnseffekt in dem Spiel zum Beispiel. Jetzt war es gerade ein bisschen dunkel. Hat man nicht gut gesehen. So, Moment. Zweite Runde. Der arme Anthony. Ja, da haben wir vorher auch schon drüber geredet, Michael, dass der
Den Nintendo 64 habe ich auch sehr gemocht, gibt auch sehr viele geniale Spiele, aber ich glaube, GameCube ist tatsächlich meine Lieblingskonsole überhaupt. Einfach auch so von den Spielen her. Sowas wie Eternal Darkness ist halt für mich einfach so ein All-Time-Favorite. Das ist halt, das hat einen besonderen Stellenwert. Ab dem Kapitel werden wir jetzt quasi zum richtig krassen Magier in dem Spiel. Jetzt können wir schon sehr coole offensive und defensive Zauber. Ich arbeite tatsächlich nicht so viel mit Zauber. Man kann aber auch wirklich bei Charakteren, die viel Mana haben, sehr magisch vorgehen, wenn man will. Und ebenso Sachen machen, wie dass man auch wie so Elektroschübe über dem Boden auf die Gegner schießt und sich selber währenddessen in seinem Schutzschild verbarrikadiert und so. Aber ich bin lieber so ein bisschen offensiv. Oh! Der hätte gerade zum One-Hit-Kill angesetzt, der Arsch. Zum Glück hätte ich sowieso ein Schutzschild gehabt, das schützt auch vor den One-Hit-Kill-Angriffen. Aber nett ist es nicht, nee. Keinen Geheimgang in dem Teil oder bin ich nur doof? Ich kann mich in der Zeitepoche, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber irgendwas Wichtiges wird es hier geben. Ah, da ist was, oder? Ja, genau, sehr gut. Die Noten, wie man sie kennt, ne? Jeder weiß, A, B, Y, X. Das ist das Notensystem. Cool bleiben. Alles gut. Ja, naja. Ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht hat er schon einen Grund, so zu schreien, unser Mönch. Plötzlich einfach so. Jetzt geht er ab. Jetzt hat er den Groove. Yeah. Ich wusste gar nicht, dass unser Luther hier so ein virtuoser Pianist ist. Das ist der Einstieg, war sehr subtil, aber dann ging es richtig ab. Okay. Und jetzt haben wir unseren Machtkreis Stufe 5. Das heißt, wir können jetzt alle Zauber, die wir schon können, in noch stärker wirken. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, hier, ich möchte Stufe 5 Zauber mit blauer Magie, mit Protect, mit... vergesst es. Wir brauchen noch eine wichtige Rune, die wir noch nicht haben. Ohne die geht's nicht. Aber okay, ist trotzdem cool. Trotzdem gut. Yep, GameCube-Beste. Bin ich voll auf deiner Seite. Bin aber auch absoluter Zelda-Fan oder auch Smash Brothers. Ja, Smash Brothers. Keine Mondscheinsonate in dem Fall, nee. Ja, nee, da hast du absolut recht. Habe ich vorher auch schon gesagt. Ocarina of Time ist natürlich ein absolut wegweisendes Spiel, ne? Also das ist natürlich komplett crazy. Aber GameCube verbinde ich eben mit Eternal Darkness, mit Resident Evil 4, mit Metroid Prime und so weiter. Und das sind alles natürlich schon auch absolut krasse Spiele. Hä? Ach so, nee, ich habe mich wieder nur verdrückt, deswegen, ich verstehe. Aber gerade auf dem Nintendo 64 gibt es natürlich wahnsinnig viel großartige Spiele, auch das stimmt. Aber auf dem GameCube hat dann eben auch, beziehungsweise auf dem Nintendo 64 hat ja Rare eben auch richtig viele krasse Spiele gemacht. Also das sehe ich auch komplett so. N64 war eine super krasse Konsole mit super coolen Spielen. Aber der GameCube hat, ist, da mag ich einfach ein bisschen lieber.
Weißt du, aber ich glaube, das kann man über absolut jede Konsole in der Menschheitsgeschichte sagen. Also sagen wir mal ab dem NES. Ne, davor gab es ziemlich viel crappy, weirde Konsolen. Aber über jede ernsthafte Konsole kann man das, glaube ich, sagen. Ah, guck mal, der Raum ist nicht echt. Das Spiel gibt einem nicht auf einmal so viel Munition für die Armbrust. Das wäre lustig. Alles gut, Mönchi. Du hast nur von sehr viel Munition geträumt. Das passiert uns allen mal oder so. Keine Ahnung. Dann holen wir uns mal ein bisschen psychische Gesundheit wenigstens zurück. Es ist auch ganz nett, weil, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, findet man in den einzelnen Level, die man so durch die Zeit hindurch bereist, einzelne Elemente, die wir auch in der Villa von Alex' Großvater sehen können. Wie beispielsweise diese römische Büste hier, die oben im Flur steht. Das sind halt all die Artefakte, die er über die Jahrzehnte seiner Forschung hinweg zusammengetragen hat. Bisschen psychisch gesund. Ja, ja, reiß dich zusammen. Ich heile seine Psyche übrigens, falls ihr euch wundert, absichtlich nicht, weil es ist ja gerade irgendwie auch der Reiz von dem Spiel, dass unsere Figuren hier ein bisschen durchdrehen und crazy werden. Deswegen wollen wir ein bisschen verrückte Effekte sehen. Ja, genau, aber was ich sagen wollte... Oh, das ist... Nee, okay, alles gut. Alle Spielstände wurden erfolgreich gelöscht. Ich war gerade echt für einen kurzen Moment verwirrt, weil ich nicht hingeguckt habe, während ich Knöpfe gedrückt habe. Aber das Spiel wollte mich nur verarschen. Alles gut. Naja. Das Bluescreen, der Bluescreen-Traum. Ja, ja, genau. Weil wir gerade beim Thema sind, ne? Das Spiel hat schon sehr viele lustige Wahnsinnseffekte. Und genau deswegen heile ich die Psyche so ungern, weil das ist ja eigentlich wirklich gerade das Lustige an Eternal Darkness. Oder zumindest eins davon. Okay, der ist schneller gestorben, als ich dachte. Müssen wir uns um den Blauen kümmern. So, der hat jetzt natürlich unser blaues Schutzschild ziemlich kaputt gemacht. Aber das macht nichts. Warte mal, haben wir jetzt nicht schon die richtige Rune gefunden? Jetzt muss ich mal gucken. Sehr gut. Wartet mal, mache ich gleich noch mit... Item Protect, glaube ich. Bessere Schutzschild. Achso, stopp. Von dem Schwert müssen wir uns jetzt leider trennen. Traurigerweise. Dachte ich. Nee, okay, wir finden so einen komischen Dolch. Habe ich verwechselt. Alles gut. Dann, wenn das so ist, lasst mich schnell
Spellliste. 5 Sterne blau auf Y. Okay, let's go. Angela Cardon McAvoy. Mario Kart, genau, Mario Kart Double Dash, Smash Brothers, das waren schon alles sehr coole Spiele. Aber wie gesagt, ne, ich glaube, über wirklich jede Konsole, und nicht nur Nintendo obviously, kann man genau das sagen und kann man drüber reden, was für unglaublich gute Spiele die hatte. Alle sind es eigentlich wert, sie damals besessen zu haben. Ich hatte da wirklich auch Glück, muss ich sagen. Ich hatte da echt den Luxus, dass ein guter Freund von mir, der gleichzeitig ein Nachbar von meiner Oma war, die PlayStation hatte und ein großer PlayStation-Fan war. Ein Cousin von mir, der gleichzeitig der Nachbar von meiner Uroma war, war ein Sega-Fan und hatte Dreamcast und alles drum und dran immer, die Sega-Konsolen. Und ein bisschen später dann ein direkter Nachbar von mir, mit dem ich mich angefreundet habe, der war ursprünglich Sega-Fan und ist dann auf die Xbox gewechselt. Und somit hatte ich immer schon Zugang zu allen Konsolen und PC sowieso, weil halt LAN-Partys früher und so weiter. Deswegen, obwohl ich Nintendo-Fan war und mit Nintendo aufgewachsen bin und so, hatte ich trotzdem schon immer Zugriff zu allem. Und wir haben dann auch oft so gesagt, hier, guck, ich leide jetzt mein N64 mit allen Spielen und du leihst mir die PlayStation mit allen Spielen. Und ja, das war schon sehr cool. Insofern habe ich eigentlich eh nicht viel verpasst. Natürlich war ich immer auf die Spieleauswahl von meinen Freunden beschränkt. Ich habe mir obviously keine Spiele für deren Konsolen gekauft. Aber da waren schon ein paar sehr coole Sachen dabei. So ein paar Final Fantasy und eben auch Resident Evil Titel und so weiter. Und Halo und so habe ich alles mitnehmen können, obwohl ich eben Nintendo Fanboy war. Das ist schon cool. Kann ich schon froh sein. Muss ich mit dem Tagebuch was machen? Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube eigentlich nicht, oder? Irgendwas vergessen jetzt? Ich sollte einen kleinen Dolch haben, den wir hier reinstecken und den habe ich nicht. Stattdessen habe ich den Podiumsky nie benutzt. Ich schätze mal, wir müssen noch mal schnell hoch in die Kirche. Ich habe, glaube ich, irgendwo was vergessen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Podium da gemeint ist. Kann mir erklären, warum ich eine Werbung am Anfang des Streams bekomme, obwohl ich ein Abo habe? Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gelesen und ich kann es dir nicht erklären. Nee, ich habe leider keine Ahnung. Aber solange es nur eine ist. Und vor allem nicht unterm Stream oder so. Aber das habe ich, glaube ich, generell ausgeschaltet, oder? Glaub schon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, macht Twitch komische Sachen. Beziehungsweise kenne ich mich nicht genug aus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Insofern bin vielleicht auch ich schuld. Aber nur bei dir, ja, eben, weiß ich nicht. Für mich neben Halo und Gears of War war der geilste 360 Dead Rising. Ja, ich finde Dead Rising war damals irgendwie voll cool, aber irgendwie finde ich, mag ich das heute nicht mehr. Ich, keine Ahnung. So, ich muss mich mal nochmal echt umgucken. Für welches Podium könnte denn dieser Schlüssel gedacht sein? Ich weiß... Oh, guck mal, die Kameraperspektive hat sich verändert. Ich weiß, dass hier, glaube ich, eine geheime Schublade ist, aber ich glaube, das ist erst im Ersten Weltkrieg so. Ist hier was? Ja, das ist es. Okay.
Oh, da ist leider auch nur ein Tagebuch drin und auch nicht der Dolch, den wir brauchen. Warte sehnsüchtig auf meine Holy-Bestellung. Wie lange wartest du denn schon? Die wird bestimmt bald kommen. Ich muss jetzt leider nochmal alles der Reihe nach abgehen, weil irgendwo habe ich, glaube ich, was übersehen und ich weiß es nicht mehr genau. Was hast du denn bestellt? Die Probepaket, oder? Hast du, glaube ich, mal geschrieben, oder war das jemand anderes? Ja, mit so einem Probepaket kann man echt nicht viel falsch machen. Letzte Woche Donnerstag. Ach so, ja gut. Und dann war Wochenende. Na, aber dann wird's jetzt bald kommen, nehme ich an. Lass mich mal kurz überlegen. Bei mir dauert's erfahrungsgemäß immer 3 Wochentage. Wenn du Donnerstag bestellt hast, Freitag, ja, hätte es gestern kommen können schon, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, dann wird es bald da sein. Hast du keine Bestellbestätigung bekommen oder eine Versandbestätigung oder so? Suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal, and it all points to Augustine's involvement. Statt aber geht mit Energy und Eistee. Ja, genau, sehr gut. Inside the cathedral. Aye, the cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well. Claiming that the sacred relic, the hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morning. Demnächst. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please, take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther, for that's all you have. Ob das reichen wird? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das unseren Brother Luther retten wird. Und er ist verschwunden. Dum, dum, dum. Na schön. Dann haben wir jetzt den Dolch. Ich habe eh alles richtig gemacht, ne? Ich habe nur... Ja, passt schon. Ich habe nur das letzte Tagebuch im Podium nicht gefunden. Ich dachte schon, wir hätten irgendwo was Wichtiges übersehen, aber ist ja alles cool. Oh, hau bloß ab. Das ist schon schön. Ne, ich meine, mit Dead Space und so ist man heute andere Sachen gewöhnt, aber das war für damalige Verhältnisse ein total cooles und interessantes Zerstückelungssystem. Dass man Arme, Torso und Kopf einzeln anvisieren und abtrennen kann, das war schon cool. Willkommen zurück, Panda!
GameCube. Und leider nicht nur ursprünglich, sondern nur GameCube. Die Rechte hat immer noch Nintendo. Das ist ein von Nintendo gepublishedes Spiel. Und deswegen wird es das wahrscheinlich leider auch nie in irgendeiner Remake, Remaster-Version auf irgendeinem anderen System geben. Was schon sehr schade ist. Und auch kein Nachfolger. Ich glaube nicht, dass Nintendo noch großartig Bock auf Horrorspiele hat. Aktuell sieht es zumindest nicht so aus. Naja. Aber wenigstens haben wir das bekommen, ne? Das ist ja immerhin. Kann man ja schon froh sein. Oh, der hat das überlebt. Nee, doch nicht. Das hätte mich jetzt schon gewundert. Aber die roten sind zäh, ne? Hätte schon sein können. Luigi's Mansion, stimmt. Wenn man es genau nimmt, ist Luigi's Mansion auch irgendwie ein Horrorspiel. Insofern, die Franchise gibt's noch. Vielleicht ziehen wir dann doch noch ein Eternal Darkness. Vielleicht ein Luigi's Mansion Eternal Darkness Crossover. Ich meine, immerhin, ganz vergessen hat Nintendo die Franchise noch nicht. Im letzten Smash Brothers gab es immerhin Alex Rives noch als sammelbare Sticker-Geisterfigur quasi. Ne, neben den Kampfcharakteren gibt es ja quasi so Support-Charaktere, die man ausrüsten kann, die einem Bonis geben. Und Alex Rives gehört da noch dazu, zum Cast. Insofern... Nintendo weiß noch, dass die Lizenz existiert. Ob sie noch mal irgendwas damit machen, ist die andere Frage. Ich bezweifle es leider. Warte mal ganz kurz. Ich assign das gleich mal, weil den mache ich eh ständig. Und wenn wir schon dabei sind, wartet mal schnell, mache ich schnell einen Stufe 5 Heilzauber. Ich glaube Absorb, oder? Ich bin mir nicht sicher. Absorb, Self, Verstärken. Recover, Assign, Stufe 5 in Rot. Perfekt. Ja. Das stimmt. Wenn die Eternal Darkness für die Switch porten würden, ne, dann wäre das immerhin so ein kleines Lebenszeichen. Ah, nee. Nee, ich glaube, das können wir alle vergessen. Jo, viel Spaß im Nachtdienst. Star Fox Adventures. Ah, das mochte ich nicht so gerne. Das war für mich irgendwie zu viel Zelda und zu wenig Star Fox. Ich hätte gern eher einen Star Fox gehabt, weißt du? Deswegen war ich da kein Fan davon. Star Fox ist für mich Star Fox und Zelda ist Zelda. Und fertig. Und ein Star Fox Zelda wollte ich nicht. Nicht Damage Field, sondern Dispel Magic, genau. Aber wir brauchen Dispel Magic. Nethlek Radgormor, okay. Nethlek Radgormor Pagon Pagon. Gut. Pardon.
Ja, ich habe das gesehen, ich habe das sogar verfolgt, diesen geistigen Nachfolger von Teilen des Original Eternal Darkness Teams. Die hatten ja auch eine Kickstart-Kampagne. Aber leider hat das, was die davon gezeigt haben von dem Spiel, da gab es ja nur so einen kurzen Trailer und so und eine Beschreibung, Text, hat sich nicht nach Eternal Darkness für mich angehört. Das hat sich nicht nach dem angehört, was ich gern gehabt hätte als Nachfolger. Das hat mich leider auch nicht wirklich interessiert. Ja, da ist unser Freund Paul, sein Körper geschändet, Augen entfernt. Dem geht's nicht mehr so gut. You are a clever man, Brother Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy? When he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and Hi, Vegeta. Mind, in the name of our true Lord, Chaturga. Come, my children, feast on this morsel. And let us return to our preparations. Ich finde, das Spiel hat auch für 2002 gute Synchronsprecher. Das war zu der Zeit alles andere noch als selbstverständlich für die Spiele. So, gleich sehen wir einen der wenigen wirklichen Bosse im Spiel, aber wir dürfen noch nicht gegen ihn kämpfen. Das kommt noch. Resident Evil 4 Vibes hier. Ja, das stimmt schon, ne? Die Mittelalter-Passage, die sind schon sehr wie das Schloss auch in Resident Evil 4. Und ich glaube, wir sehen auch gleich eine der explizitesten, krassesten Szenen im Spiel. Okay, also, wir stehen jetzt hier vor den Katakomben und wir spüren immenses Böse hinter dieser Tür. Dann gehen wir rein. What could possibly go wrong? Na, ich meine, der ist ein Gelehrter, der ist nicht gerade irgendwie ein erprobter Krieger oder sowas. Der hält wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben so ein Schwert in der Hand. Da kann man schon verstehen, dass er das eher wie ein Knüppel benutzt. Macht ja durchaus Sinn. Es gab in ursprünglichen Versionen, in Eternal Darkness 0.5, wenn man so will, oder so, tatsächlich einen Kreuzritter noch mit seinem eigenen Kapitel. Und das wäre, glaube ich, so ziemlich der einzige Charakter mit echter Kampferfahrung gewesen. Man spielt ja eigentlich immer irgendwelche Randoms, die zufällig da hineinverwickelt werden in die Geschichte. Hineinverwickelt? Ja, warum nicht? I take it. Greater Guardian, is to guard this place. Do not worry about this world. His kind yelps in terror at the sight. Dankeschön, Vegeta, super nett von dir, freut mich. We will dispose of him ourselves. Okay.
Tja. If I am to guard this place, then I will do it as I see fit. Be gone, leave me, and I will guard the artifact as you have instructed. Game over, würde ich sagen. So, wir haben eine Notiz von Edward gefunden. Da schaue ich jetzt auch mal schnell rein, weil ich weiß nicht mehr, wo die nächste Seite ist. Meine liebste Alex, ich freue mich, dass du meinen Aufzeichnungen so weit gefolgt bist. Ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Dies wird der schwerste Teil deiner Reise. Such nach den 88 Schlüsseln, um die Reise fortzusetzen. Ich kann mit dem Hinweis überhaupt nichts anfangen, aber wir werden das schon hinkriegen. Jetzt wartet mal. Nur vorsichtshalber, weil ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ab wann wir auch in der Villa aufpassen müssen. Beim grünen Gott platzt sein Kopf, das wusste ich gar nicht. Ich kann mich nur an den blauen erinnern, der hat so ein Tripod-Monster, ne? Das zerquetscht ihn genauso. Ich dachte, der grüne zerquetscht ihn auch. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es meistens in Rot gespielt. Also, was haben wir denn jetzt gelernt? Wir haben jetzt stärkere Zauber, wir können uns ein Schild machen. Na, ich muss mich kurz umschauen. Ich weiß grundsätzlich, welche Rätsel es noch gibt. Ich weiß nur nicht mehr, was wir in welcher Reihenfolge machen. Hier fehlt uns, glaube ich, definitiv eine Kurbel. Ohne die kommen wir hier schon mal nicht weiter. Das kommt erst noch. Ja, genau, das kommt erst noch. Okay. Hört ihr die komischen Geräusche im Hintergrund? Die sind mir noch nie aufgefallen, ohne Witz. Okay. Oh, Klavier. Klavierzimmer. Ja. Billiger Jumpscare, ne? Im Vergleich zu dem Badewann-Jumpscare, der ist schon ziemlich legendary. Alles andere in dem Spiel. Also der Badewann-Jumpscare ist der Hammer. Der hat mich damals so schockiert und voller Gänsehaut zurückgelassen. Das ist für mich überhaupt in Videospiel und Film so ein super legendärer Moment. Da kommt auch in dem Spiel selbst nichts ran. Im Piano. Warum auch nicht? Oh, The Forbidden City. Oh, das ist das Kapitel, das ich wirklich am wenigsten mag. Aber das ist nicht lang und nicht schwer. Das bringen wir jetzt auch noch hinter uns. Aber ich bin kein Fan von dem Kapitel. Hi, Benjamin. Und Verzeihung, um Mr. Schluck auf Mr. X. I am your Lord and Conqueror. What manner of forsaken being are you? So, you can see me in my true form. You are a gifted man. Take this one and use him as the foundation for the pillar. He is special and should be given a special place among the suffering. Das ist quasi eins der Rituale, damit er seinen Gott in die Welt bringen kann. Er baut in der Wüste einen riesigen Turm aus menschlichen Körpern. Das ist bizarr. Und ich bin sofort wieder da. Kurze Pinkelpause. Okay, weiter geht's.
Was Kampferfahrung angeht, wollte ich noch anmerken, dass man den Firefighter spielt, genau, mit der Axt. Ja, aber der ist ja auch eher, also der ist ja eben ein Feuerwehrmann und kein Soldat. Die hätten ja genauso gut einen Soldaten draus machen können. Ich habe schon das Gefühl, die wollten wirklich auch eben Figuren nehmen, die eben nicht so die Kampferprobtesten sind. Nee, ich habe leider immer noch keinen Katheter. Und ich habe auch nicht vor, mir einen zuzulegen. Oh, mein Controller ist aus. Das ist keine Vision vom Spiel diesmal. Okay, geht wieder. Ach so, warte mal, was mache ich eigentlich? Lesen wir das nächste Kapitel. Let's go. Auch wenn ich es nicht mag. Ich wollte mich unterbewusst davor drücken wahrscheinlich. Much has been written about the exploits of conquerors. In the context of history, one man's champion is another man's nemesis. Hero or murderer. Much has been written, but what has not is far more interesting. The Tome of Eternal Darkness mentions a Venetian artist and architect of the Renaissance named Roberto Bianchi. Roaming abroad to find inspiration, he was captured by a warlord expanding his empire. He forced Roberto to use his architectural and engineering skills to construct a monument to his greatness. To complete his task, he must survey the site. 1416. Ich kann das teilweise zeitlich immer schwer einordnen. Ich achte immer gar nicht drauf, wann das spielt. Ich muss da mal mehr auf die Jahreszahlen achten, die immer kurz eingeblendet werden am Anfang. Survey the site quickly, dog. And maybe you'll live long enough to see the sacrament's construction. Ich habe leider keine Kiste, holy, ich muss die genauso kaufen wie du. Ich bin nur Werbepartner. Mir gehört die Marke leider nicht. Did you think we would trust you, Bianchi? Even though you are graced with the generosity of our liege, you are still his prisoner. As I said, finish your work quickly and maybe we'll drag you out of this hole. So, und jetzt sind wir Roberto, der Architekt, und wir müssen jetzt hier unten an mehrere Orte, die uns hier auf der Map eingezeichnet wurden, die mit den X'en, und müssen die inspizieren und gucken, ob das alles noch stabil ist. Das ist das Kapitel. Und ich finde das wirklich auch von der Story her lame und ich mag es einfach nicht. Aber wir machen das. Und dann sind wir durch. Ich muss nur aufpassen, dass ich keinen Raum übersehe, was mir gerne mal passiert. Weil sonst müssen wir ewig lang suchen und zurücklaufen. Der kriegt auch erst zu spät den Tome of Darkness. Ich mag's nicht. Okay, wir schauen uns die Area schon mal an. Den haben wir schon mal inspiziert. Und jetzt kriegen wir immerhin mal einen Säbel, damit wir nicht mehr komplett wehrlos sind. Das ist ja auch schon mal gut. Ich finde auch, er ist erstaunlich cool mit der Situation, ne? Die anderen finden ja wenigstens erst diesen Tome of Darkness und dann haben sie Visionen von der Vergangenheit und wissen im Grunde alles, was wir wissen. Aber er weiß das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er geht da in die Höhle und plötzlich sind überall Zombies und dann nimmt er sich halt einen Säbel und haut die kaputt. Warum denn auch nicht? So, fertig. Als ob es für ihn Alltag wäre. Ich weiß nicht, was man im 13. Jahrhundert als Architekt alles so gelernt hat. Vielleicht gehörte Zombieschnetzeln dazu. Es kann schon sein. Die Architektur des Körpers.
Wie zerstückelt man wandelnde Leichen? Ah ja. Die Wände bluten schon ein bisschen. Bisschen crazy sind wir schon. Nehmen wir uns noch die Armbrust mit. Halt, stopp! Ich glaube, das war ein Raum, den wir inspizieren müssen. Ich muss nochmal zurück. Ich darf echt keinen übersehen. So, wir sind wieder hier. Ich überlege gerade, ich glaube wirklich, nach unserem Architekten hier, jetzt haben wir Luther hier, kommt noch Alex Großvater, der Feuerwehrmann und Alex selber. Ich glaube, das sind noch die drei Kapitel, die wir vor uns haben. Ich glaube, das war's dann. Ich glaube schon. Ach so, nee! Es kommt noch der Erste Weltkriegsreporter. Ja, das ist auch ein gutes Kapitel, genau. So, hier können wir uns den Raum nochmal genau inspizieren. Sieht gut aus. Passt, die Decke stürzt ein bisschen, aber das gehört so. Wunderbar. Ich höre schon Trapper in der Entfernung. Stimmt eigentlich, wartet mal schnell. Ab jetzt können wir ja zaubern. Ruhe da hinten. Da steht so ein Skorpionkerl, das sehe ich jetzt erst, ne? Mit dem werden wir auch noch fertig. Ah, das war schlecht. Oh nein, er hat uns erwischt. Ah, es lief so gut. Arsch. Okay, wartet mal schnell. Das war der falsche Zauber. Jetzt habe ich nicht genug Energie. Shit, das kriegen wir hin. Ah, na also. So Kämpfe in so älteren Spielen sind schon manchmal lustig, ne? So ungewollt komisch. Ist ja bei den klassischen Resident Evil-Dingern im Grunde auch so, wenn man die Zombie-KI manipulieren will. Aber hier die Pirouetten, die man nach jedem Schlag drehen muss bei den Gegnern, wenn man ihn so bekämpfen will, wie es ich gemacht habe, ist schon lustig. Genau, wir können jetzt theoretisch mit dem 5er Magiezirkel quasi auch stärkere Monster als den Trapper beschwören, nämlich Zombies. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es gibt keinen Grund, warum man das machen sollte im ganzen Spiel. Außer wenn man halt ferngesteuert kämpfen will und sich selber nicht in Gefahr bringen will. Wo mir gerade einfällt, dass wir vielleicht mal speichern könnten. Oh shit, ich kann nicht speichern, weil hier ein Gegner ist. Gehen wir nochmal hoch. Vorsichtshalber, ne? Falls wir irgendwie sterben sollten, wäre schon sehr ärgerlich. Okay.
Dammit. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich dachte, unser Schutzschild beschützt uns und die Tür geht auf. Naja, dann wohl nicht. Ah, deswegen muss ich einen Zombie beschwören, ich Trottel. Gerade habe ich noch gesagt, dass wir das, glaube ich, nie brauchen. Das war eine Lüge, hier brauchen wir es. Ich hätte wirklich gedacht, unser Schutzschild funktioniert auch an der Stelle. Naja. Hey, bin ich froh, dass ich gerade gespeichert habe, ohne Witz. Mein Gott, ohne Witz. Das wäre ärgerlich gewesen, ich habe lang nicht mehr gespeichert. Unser Spiel ist ja gnadenlos, sowas wie Autosave oder so könnt ihr vergessen. Ja, war lustig. Okay, jetzt aber. Hauen wir nochmal den Blauen kaputt und dann beschwören wir uns den Zombie-Freund. Verdammt, jetzt war ich zu schnell und der Rote lebt noch. Dammit. Das war nicht geplant. So, hat auch funktioniert. Hallo, Akin. Yo, ich bin ja gerade dabei, absolut alle Resident Evil-Teile in Erscheinungsdatumsreihenfolge durchzuspielen. Und wenn ich keins vergesse, haben wir... Wir sind jetzt gerade bei Resident Evil 1 immer jeden Dienstag. Remake. Dann kommt Zero. Dann Outbreak File 1 und 2. Und ich glaube, dann sind wir auch schon bei 4 angekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ein paar Wochen, Monate wahrscheinlich dauert es noch und dann ist Resident Evil 4 klassisch Zeit. So, neuer Zauberspruch, Stufe 5. Können wir uns einen Mantarok-Zombie machen? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Beschwören, Power, Kreatur, Power. Und jetzt wirken wir den Zauber. Ah nee, kann man mit Mantarok gar nicht machen. Schade. Ah, wir haben nicht genug Mana. Ich muss kurz ein bisschen... Der ist kein guter Zauberer. Der ist in nichts gut. Ich mag sein Kapitel wirklich nicht. Aber ist okay. Es ist fast geschafft. Komm schon. Mana, regenerier dich doch ein bisschen. Schauen wir uns die Leichen hier an. Vielleicht geht es ihm dann besser mana-technisch. Hallo, Kater. Geht es dir auch besser mana-technisch? Das Spiel heißt Eternal Darkness. Ist ein Horror-Klassiker für den GameCube. Eins der wenigen Horrorspiele von Nintendo. Jetzt habe ich zwar hier geöffnet und das auch schön und gut, aber ich glaube, ich muss eh eigentlich in die Richtung. Muss ich auch definitiv. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt schon runtergehen soll oder ob wir lieber oben noch weitergehen. Oh Gott, wäre ich mal lieber erst oben geblieben. Kater, es geht jetzt gerade echt ungünstig. Ist jetzt gerade echt ungünstig. So, jetzt wartet mal. Ich mache jetzt was, das habe ich noch nie gemacht und ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Charakter. Aber ich kämpfe jetzt mal mit Magie. Beziehungsweise machen wir uns mal ein stationäres, richtiges Schutzschild, damit ihr das auch mal seht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wie geht das? Bankorok Red Gomor. Wartet mal. Red Gomor.
Sehr gut. Naja, haben wir das auch mal gemacht. Ist schon nützlich. Schau derzeit dein damaliges Let's Play von Resident Evil 4, sind 7 oder 8 Jahre her. So lang kann's noch nicht her sein. So lang mache ich YouTube noch nicht. Wobei, ich glaube 7 Jahre, oh mein Gott, 6 oder 7 Jahre könnten es wirklich schon sein, ne? Ich glaube 8 Jahre noch nicht. Venture no further or be struck down where you stand. Who? What? I am the guardian of this temple. The Forbidden City. None shall enter except the Chosen. Speak. Da treffen sich zwei meiner am wenigsten Lieblingskapitel, ne? For many years I have tested those who came here and all have failed. You are unaffected by the power I wield, and thus must surely be the Chosen. I? Once I was as you were, confused and without answers, yet they came in time. Now my duty is complete. I can finally rest. My sacrifice was not in vain. Ja, das Original Resident Evil 4 habe ich das letzte Mal vor dem Release von 4 Remake gespielt, also Anfang letztes Jahr. Also ungefähr ein gutes Jahr jetzt her, so ziemlich. Ich bin sehr gespannt, wie ich das jetzt nach 4 Remake empfinde, wie sich das anfühlt, wie sich das spielt. Ist es wirklich immer noch das beste Spiel aller Zeiten? Ich glaube schon, aber schauen wir mal. Okay, den Raum haben wir auch inspiziert, das ist gut. Bin ich gerade verwirrt? Ne, gehen wir erstmal noch da lang, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir das müssen. Anscheinend nicht. Na, dann gehen wir. Hattest du damals mit der PS4 gestreamt? Mhm. Das war noch in der ganz alten Wohnung, ich erinnere mich. Ja, das ist wirklich schon über 5 Jahre her. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Das war mein eigenes Schutzschild, das bis gerade eben noch stand. Sind schon robust, die Dinger. Das ist immer lustig, ne? Das ist so die Strategie, die man sich angewöhnt im Kampf gegen die Zombies in den Räumen. Erstmal durchlaufen und alle köpfen. Und wenn dann mal alle geköpft sind, kann man die ziemlich easy abstauben. Da muss man sich keinen Stress mehr machen. Die Roten regenerieren sich halt, wenn man zu lange braucht, aber erstmal alle köpfen ist immer eine gute Idee.
Ja, nee, total, ne? Ich finde auch, ich muss schon sagen, das Sounddesign von dem Spiel, die Synchro auch, ne? Alles, was dazu gehört, ist sehr gut, sehr stimmungsvoll. Ich mag das auch voll gern. So, den Raum haben wir auch untersucht. Wir haben es gleich geschafft. Ich finde das Kapitel echt nervig. Jetzt werden hier alle wahnsinnig und wollen uns boxen, aber wir laufen einfach weg. Alles gut, es ist nur in unserem Kopf. Die Tür ist verschlossen. Das ist aber schlecht. Da müssten wir noch hin. Na, kommen wir bestimmt. Gehen wir mal die Leiter runter. Ah, oh, er kommt direkt auf mich zu. Puh, das war knapp. Hä? Lad doch bitte nach. Haben wir. Weiß ich nicht, was das war gerade. Ich sollte mal speichern, bevor ich durch Türen gehe. Schlüssel. In was bin ich denn hier reingestolpert? Sollen die roten Zombies erstmal den großen kaputt hauen? Wir sollten eigentlich eine Chance gegen den haben. So, in dem Raum waren wir auch schon ein, zwei Mal, falls ihr euch erinnert, ne? Aber er hat einen neuen Saunabereich bekommen anscheinend, irgendwann mal, über die Jahrhunderte hinweg. Ich bin mir nicht sicher, warte mal. Nee, oder? Doch, vielleicht. Vielleicht muss ich hier Magie aufheben wirken, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal kurz einmal rum, nicht, dass einfach auf der gegenüberliegenden Seite ein Steg ist. Nee, wird schon Magie aufheben sein. Okay, dann lasst uns mal Dispel Magic Stufe 5 in Blau machen. Vielleicht war es doch nicht Magie aufheben. Ach Quatsch, nicht aufheben. Nee, wenn dann zeigen hier. Reveal Invisible, genau. Narokath Redgomor. Narokath Redgomor. Paragon. Genau. Narokath Redgomor. Tada! Yo, hi Game-Typ. Ja, ich bin auch ein großer Fan von dem Spiel. Ich mag das auch wahnsinnig gerne. Ist so ein Klassiker, den ich alle paar Jahre gern wieder auspacke. Moment mal kurz, hätten wir den Raum inspizieren müssen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Schauen wir gleich. Help me, Grandpa. I can't take this anymore. Don't be so weak, Alex. You have a stronger mind than this. I didn't bring up a weakling. Not a scared wretch of a girl. You kept all this from me. You kept me alone. You shared nothing with me. I couldn't.
I could never give you the burden. I just wanted you to grow up. To grow up and leave me alone. Why couldn't you have been killed with your parents? This isn't really happening! Das finde ich in diesen Visionen auch immer ein schöner Kniff, dass unsere Charaktere in der Vergangenheit, die wir spielen, diese Zukunftsvisionen von Alex haben, die gerade ihre Geschichte liest, ne? Das ist irgendwie schön. Achso, ich wollte gucken, ob ich den Raum noch hätte analysieren müssen. Nee, passt alles, gehen wir hoch. Oh, dich hätte ich beinahe übersehen. Ich glaube, das ist optional, dass man die drei Statuen einsammelt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was einem das bringt, aber... Na, was wir haben, haben wir. Ein Entwickler will sogar ein Remake von dem Spiel machen. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen, aber das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob Nintendo da mitspielen würde, ne? Aber man kann ja hoffen. Das wäre der absolute Hammer. Und jetzt wäre natürlich die Zeit, ne? Vielleicht sogar schon ein bisschen spät, aber jetzt ist die große Survival-Horror-Revival-Zeit. Wäre schon sehr cool. Solange Blooper Team... Ja, Blooper Team soll das Remake von Eternal Darkness lieber nicht machen. Das finde ich auch. So, lass dich mal schnell gucken. Wie geht der gleich nochmal? Bell Area? Nee, das ist ein anderer. Ach, ist egal. Kriegen wir schon hin. Ich speichere vorher kurz. Moment. Ah, ich kann nicht mehr speichern. Ich habe eh gerade es gespeichert. Wird schon gehen. Hi, Gwenny. Oh ja, guck. Das war ungefähr nur 0,3% so schlimm, wie ich das in Erinnerung hatte. Wenn du alle drei Statuen hast, lass ich dich später an einen Altar bringen, genau. Ah, genau, da kriegt man, glaube ich, diese Waffe, die immer verzaubert ist, ne? Irgendwie sowas, ja. Mach das. So, ich glaube, wir haben's, oder? Ich glaube, wir haben alle Gebiete uns angeguckt, die wir angucken sollen. Wie wechsle ich denn die... Ah, hier. Genau, ich habe auch nichts verpasst. Jetzt müssen wir nur wieder zum Anfang der Map zurücklaufen. Und dann sind wir auch schon durch hier. Night Dive Studios will ein Remake von dem Spiel machen. Das Problem ist Nintendo. Die wollen es irgendwie bei denen es aushandeln. Aber die wollen den Remake auf jeden Fall machen. Ja, wie gesagt, ne, ich bezweifle, also ich habe da so meine Bedenken, ob Nintendo da mitmacht. Es ist halt quasi doch eine Nintendo-Marke und auch wenn die wahrscheinlich nichts mehr damit machen wollen würden, weiß man, dass Nintendo sehr protective ist, wenn es um die eigenen Lizenzen geht. Ich kann mir, wenn die das hinkriegen, dann wäre es absolut großartig, aber
Das werden krasse Verhandlungen. Ich wünsche denen viel Glück. Meinen Segen haben sie. Ich kenne zwar jetzt Night Dive Studios nicht, aber meinen Segen haben sie. Weißt du, weil ich denke mir, wir haben nichts zu verlieren. Wenn es ein schlechtes Remake wird, ist es ein schlechtes Remake, ist egal. Aber die Möglichkeit eines Remakes hätte ich bisher immer komplett ausgeschlossen. Insofern sollen sie es gerne mal versuchen. Dann besteht wenigstens die Chance, dass ein gutes Remake kommen könnte. Und wenn es dann doch nicht gut wird, dann wird es halt doch nicht gut. Ist ja dann nicht schlimm. Ich hoffe, es stimmt, dass ich zurück zum Anfang laufen muss. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das richtig ist. Aber ich glaube eigentlich schon. Ich hoffe es auch. Yay! And what news do you bring me, architect? The foundations are infested. Demons and devils. Many lives will be lost if you try to build there. You have done well to complete your goal, Bianchi. The construction will continue as planned. But the demons! You'd be insane to build there. Silence, dog! What dwells beneath the Forbidden City is the very reason it was built. For you to understand, you must witness it firsthand. Let me educate you. Guards! Put this one with the others of the sacrifice. Ich schaue mir gerade so das Portfolio von Night Dive Studios an und die haben vor allem so Adaptionen von Klassikern gemacht. Shadow Man, Turok 2. Since no one knows the remedy for your iniquity, wollen die Eternal Darkness wirklich remaken oder remastern? But I am more wicked than you. So silent. Die haben aber, glaube ich, auch, ja, die haben auch das System Shock Remake gemacht. Das gar nicht schlecht ist. Das ist ein cooles Remake. You are about to make your largest contribution to this project. Ja, ist cool. Das System Shock Remake ist echt cool. Damit kann man, echt dieses ziemlich gut die Originalerfahrung vom Spiel nachspielen, aber ein bisschen modernisiert und aufgehübscht. Ist ein sehr originalgetreues und cooles Remake. Das kann ich echt empfehlen, wenn man sich mal System Shock anschauen will. Das haben die gut gemacht. Wenn die das auch mit Eternal Darkness machen könnten und würden und wollten und dürften. Ja, das fände ich sehr nice. Schauen wir mal. Jetzt kriegen wir erstmal nächsten Monat ein neues Alone in the Dark. Ne? Die Reihe ist historisch so cool und so wichtig, aber leider, wenn wir ehrlich sind, hat die nicht die besten Spiele hervorgebracht. Mal gucken, ob das im März gut wird. So, jetzt haben wir, dadurch, dass wir das gelesen haben, sind wir jetzt im Grunde auch eine Architektin geworden und können jetzt auch mal den Keller inspizieren, ob der denn überhaupt den aktuellen Sicherheitsmaßstäben hier entspricht. Und zufällig entdecken wir eine Seite vom Tome. Sehr gut. The Black Guardian grows restless, my liege. Its hunger increases, and the binding continues to weaken. We feed it flesh, but I fear it will not guard the relic too much longer. There is no choice. Mir geht's auch so, Michael. Ich finde auch, Villa und Kirche sind schon die coolen Kapitel.
The Guardian may return to its lair. Our master does not like failure. Die beiden Tempel mag ich auch nicht so gern. To keep the binding intact. Then we have to find more flesh and bone. So cool, Leute. Ich würde sagen, da machen wir aber jetzt für heute Schluss und fangen das Kapitel nicht mehr an. Denn das nächste Kapitel ist jetzt das erste Weltkriegskapitel. Das mag ich wirklich gerne. Da will ich nicht mittendrin aufhören, aber das schaffen wir nicht mehr. Schön. Okay. Jo, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Hab mich wieder sehr gefreut. Dankeschön für Subs und Bits und Superchats und wie sie alle heißen. Vielen Dank dafür. Danke vor allem nochmal an Slenderrex, der die letzten zwei Tage sehr spendabel war. Super nett von dir. Aber auch danke an alle anderen. Schön, dass ihr dabei wart. Hab mich gefreut. Nächste Woche, Dienstag, 18 Uhr, geht's weiter mit Resident Evil 1 Remake. Und dann begebe ich mich in meinen kleinen Urlaub für 4 Wochen. In der Zeit erscheint auf meinem Let's Play-Kanal als Stream-Ersatz Resident Evil 4 Remake Berserker Mod. Sehr, sehr cool. Lege ich euch sehr ans Herz, dass ihr da reinguckt in die Reihe. Da wird wahrscheinlich jeden zweiten oder dritten Tag eine Folge kommen. Und der Mod ist komplett crazy und sehr witzig und sehr cool. Schaut euch das sehr gerne an. Und ich glaube, am 19. März geht's dann wieder weiter mit Resident Evil Remake und Eternal Darkness. Aber nächste Woche haben wir eh noch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.